Guten Morgen. Buongiorno. Good morning. Wir sind hier am Passo Rolle und fahren Raging Rolle, das Bergzeitfahren von der Tour de France. Wir machen einen Live-on-Tape-Stream mit einem One-Take, wie diese ungefähr, würde ich tippen, 150 FahrerInnen sich den Berg hochquälen. Es geht darum, wer fährt hier los und kommt oben am schnellsten an. Einmal Passo Rolle hoch. In einer Minute geht's los. Wir setzen uns ins Auto, wir machen einfach einen One-Take und sehen zu, wie die sich duellieren. Let's go! Können wir gehen mal kurz weg? Leo von Radfritzen. Tempo wird direkt mega hoch gemacht, damit natürlich direkt Ausscheidungsfahren ist. Fahr ruhig ein bisschen näher ran, Vince. Also ein bisschen kannst du dir noch kommen lassen. Unsere Teamtaktik ist vom Redpack, das sind die hellen Jerseys mit den neonfarbenen Ärmeln. Das Tempo hochzuhalten, Mate und Group machen das Tempo direkt hart. Und Moritz, der jetzt auf 4 ist, auf 5, der soll das gewinnen. Jan von DT Swiss, schwarzer Helm, auch vorne mit dabei. Und Leo, schwarzes Trikot vor den Radfritzen. Hier siehst du links gerade ganz schön, steckt mal ein bisschen nach links, wie alle hochfahren. Ich denke, es sind ungefähr 150, 200 vielleicht sogar, werden wir gleich sehen. Ja, jetzt wird das Tempo ein bisschen rausgenommen. Lass sie ruhig ein bisschen kommen. Kannst du ein bisschen rankommen lassen. Achtung, Auto! Leo setzt sich nach vorne, macht das Tempo jetzt selber hoch. Kai Luge, saugeil. Jetzt auf 2, Leo von Radfritz auf 1. Vergessen, seine Brille aufzusetzen. Der hat eine Brille im Helm, ist natürlich auch risky. Also es gibt auf jeden Fall noch keinen Breakaway. Ich hoffe, Ton ist gut, aber ansonsten hört ihr einfach nur ein bisschen Background-Gequatsche. Mal gucken, wann die Sonne uns gleich küsst. Kai jetzt vorne, Kai Luge vom Redpack. Jan Oehlerich von DT Swiss, schwarzer Helm auf 5. Auch vorne mit dabei, der kann auch richtig treten. Dann gibt es einen Belgier, Michael Salens, der hat so ein rotes Trikot. Der ist auch richtig stark. Er versteckt sich so ein bisschen im Feld. Das Führungsfeld jetzt hier hat sich jetzt gebildet. Das sind 2, 4, 6, 4, 6, 8, 10, 12. Jetzt wird es nochmal weniger. Also jetzt gehen die nochmal in die Attacke. Ich höre schon Hubschrauber. Der Hubschrauber ist oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bist du schneller? Mehr wird es. Viel mehr. Leo versucht eine Attacke, schwarzes Jersey. Ruben geht raus. Jetzt wird, ist okay. Lässt du ein bisschen kommen. Lass sie kommen.
lass sie kommen. Viel mehr kommen lassen. Wir müssen nur zusehen, dass es nicht unfair wird. Nicht, dass da einer den Windschatten vom Auto benutzt. Also das Führungsfeld, jetzt ist es relativ klar. Leo von den Radfritzen vorne, dahinter ungefähr 10 Mann, die das unter sich ausmachen. Ja, genau, lass ihn nicht. Mate ist gedroppt jetzt auch. 3, 6, 7. Also einer vorne drückt drauf. Da muss man natürlich immer gucken, dass der nicht zu viel macht. Und dahinter 7 Fahrer, die versuchen, das Tempo jetzt mitzugehen. Kai schließt jetzt die Lücke. Kai Luge vom Redpack. Mal gucken, ob sich jetzt Leo verblasen hat. Jetzt ist die Lücke wieder zu. Jetzt muss er eigentlich eine Gegenattacke fahren, direkt drüber latschen. Ihm das Leben direkt schwer machen, genau. Der guckt jetzt auch schon sich um. 3, 6, 7, 8 Fahrer vorne. Vom Redpack noch 2 dabei, Moritz und Kai. Der Rest ist raus. Die gucken sich alle schon so ein bisschen um. Leo, der vorne jetzt die Attacke gefahren ist, setzt sich jetzt nach hinten. Das ist die Führungsgruppe. Ja, jetzt muss ich Leo schon ganz hinten wieder einsortieren. Ein bisschen kommen lassen. Lass sie ein bisschen kommen. 10 Meter oder so. Stark, Leute! 8 Leute, Führungsgruppe! Also, was da an Watts getreten wird, ist schon irre. 2, 4, 6, 8, 9. Die Abstände sind noch eng. Jan von DT Swiss auf 3, die ganze Zeit richtig gut dabei. Moritz versteckt sich ganz gut. Teamtaktik vom Redpack war auch, dass wir von Moritz fahren. Also Moritz möglichst lange aus dem Wind gehalten wird, also möglichst gut nach oben eskortiert wird. Klappt bisher gut, aber alle anderen vom Redpack sind auch raus. Fritz haben wir gar nicht gesehen. Der hatte wahrscheinlich schwere Beine von gestern. Der Belgier Michael Salins, von dem ich geredet habe, ist auch noch dabei. So ein rotes BMC, gelbes Trikot. Jetzt sieht man ihn hinten so ein bisschen da vorbeischimmern auf 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrer. Leo hat sich jetzt nach hinten gesetzt. Der hat sich, glaube ich, vielleicht bei der Attacke gerade ein bisschen verblasen. Nächste Kehre, 8 Leute vorne, alle zusammen. Hinten große Lücke. Das Race Face von Kai. Lass ihn ein bisschen kommen. Genau, fahr mal so. Ja. Dann kannst du ein bisschen mal nebenher fahren. Ja, lass mal nebenher jetzt. Kein Windschatten nutzen. Hier kommt hinten ein bisschen raus. Ja, die versuchen natürlich immer, sich hinter das Auto zu klemmen. Also ist gut, danke. Danke. Jetzt ist der Belgier, von dem ich gesprochen habe, auf 5. Leo hinten droppt raus von den Radfritzen. Jan Oehlerich droppt jetzt auch raus. Jetzt sind 6 vorne, 6 guys on front. 2 dropping out, 6 left. Also ich versuche das hier sehr schlau zu kommentieren, aber ich bin alles andere als ein Eurosport-Moderator, Jakob. Das kannst du ruhig wegmachen wieder. Ja, das hier gibt nichts zu sehen. 5K left, 5K left, 6 riders left. Sau stark. Ja. Jan von DT Swiss jetzt hinten rausgedroppt, Leo rausgedroppt, aber da wird noch der, also es ist ein richtiges Elimination Race, also richtig Dropout. Richtig krass, also wer da jetzt nicht mehr, jetzt seht ihr hinten die 2, die abgefallen sind.
Leo von den Radfritzen und Jan Oehlerich von DT Suez. Noch 6 Fahrer vorne. Es tut mir leid, ich kenne die alle nicht beim Namen. Ich habe wirklich jetzt von denen wirklich nur vorne Kai Luge, dahinter Moritz vom Redpack. Die hinten gucken sich jetzt auch schon um. Jetzt droppt Michael Salens raus, der Belgier, jetzt ist er raus. 5 riders left, 1 dropping out. 4 riders left, 4 riders left. The rest is out, 4 left. Wie viel K? Lass sie kommen, lass sie kommen. 4 riders left. The rest is out. Exactly 5K left. You can take it a bit more easy. The rest is out. Is everyone German? Ja. Ja? Ja? Okay, 4 sind noch da, der Rest ist raus. Der Rest hat 100 Meter zurück. Ihr könnt es ein bisschen easier angehen. Oben wird es noch ein bisschen flacher. Das letzte Stück ist flach. Die hinten haben jetzt 150 Meter. Bleibt dran, komm, bleibt dran. 4 von euch. Das zwischen euch ist das Podium, wenn ihr durchhaltet. Lass ihn ein bisschen kommen. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Sau stark, Leute. Lasst es ein bisschen ruhiger angehen. Die hinten sind raus. Die versuchen nochmal, aber ein bisschen mehr, sonst ist es unfair. Jetzt versucht Leo von hinten nochmal das Loch zuzufahren. Leo! Könnt ihr euch nochmal abwechseln vorne? Der Luge macht da alles alleine. Kurve. Stark, Leute. Richtig stark. Jetzt ist hinten 200 Meter wieder. Sau stark, sieht mega geil aus. Ja, bleib mal daneben, bleib mal daneben, bleib mal daneben. Komm Kai, komm, 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 bleib dran. Sau stark, Leute, sau stark. Die hinten haben jetzt richtig viel. Die hinten haben richtig viel, das sind jetzt 300 Meter. Sorry. Jetzt ist Kai Luge raus. Jetzt seid ihr zu dritt. Jetzt sind 3 über. Komm, Kai. Kai ist raus. 3 left. Warum rede ich eigentlich Englisch? Die haben doch gesagt, die sind nur noch zu dritt. Reden Deutsch. 3 Fahrer. Kurve. Keiner vorne. Setz dich dann nochmal nach links, bitte. Ah ja, so ist auch gut. Alter, das fand ich für ein Tempo, ey, das ist richtig krank. Haltet durch, dann seid ihr das Podium. 4 Kilometer noch. Der ist aber saustark da vorne, der Typ, ne? Also der hinten, der suffert schon ganz schön. Ich könnte mir vorstellen, der dritte, der fällt gleich raus. Der vorne, als ich gesagt habe, wechselt euch nochmal ab, der ist dann wirklich auch mal nach vorne gegangen. Der hinten muss jetzt schon, hat einen unrunden Tritt, also sieht man, der geht jetzt immer mal wieder aus dem Fahrrad. Wechselt die Position, da sieht man immer schon so ein bisschen, dass, ja, jetzt vorne kann er nicht mehr. Moritz, ihr habt hinten 500 Meter! Also er will vorne, dass Moritz Führung macht. Moritz sagt natürlich, scheiß drauf, ich mache hier gar nichts. Das ist optimal. Ihr habt richtig Platz hinten. Ja. Ja, jetzt. Ja. Ja. Moritz hängt sich jetzt... Oh, sorry. Ja. Ja, bleib außen, weil die fahren ja nach hinten. Sau stark, Leute, sau stark. Vorne kommt eine Baustelle, die wird zugemacht. Also nach hinten habt ihr richtig, die sind gar nicht mehr zu sehen. Das ist unter euch jetzt. Also ihr könnt es noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die sehe ich gar nicht mehr. Also die sind raus. Also ihr habt noch
3,5 über. Ihr könnt es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Dai! Hepp! 3 Kilometer noch! 3K noch! Jetzt haben wir 2 Autos hinter uns, das haben wir gesagt, aber lass das Auto vorbei. Ja. Ja, Moritz lässt jetzt die Führungsarbeit die ganze Zeit den Mann im blauen Trikot machen. Es gibt natürlich auch keinen Grund, das anders zu machen. Die haben es jetzt ein bisschen rausgenommen. Ihr 3 seid noch über. Also man sieht jetzt schon, dass sie da so ein bisschen zaffern, aber auch rausgenommen haben. Wenn du hier gleich, Kai ist auf 4 da, da seht ihr noch ein bisschen die anderen Fahrer. Da, vielleicht kriegt ihr einen Blick. Also die haben jetzt ein riesen Loch, haben ein bisschen rausgenommen, immer noch weit vorne. Richtiges Ausscheidungsfahren. Jetzt geht es so durch eine Baustelle, die Cops hier in der Region, einfach wie immer mega cool, haben uns alles freigeräumt, dass wir hier ein Bergzeitfahren machen können. Absolut krass. 2,4 Kilometer noch. Ja, hier hinten muss jetzt ein bisschen abreißen lassen, kann die Lücke jetzt nicht zufahren. Jetzt, hepp. Grazie. Also sind noch 3 Riders left. 3 Riders left. 2K to go. You can watch the whole race later on YouTube. Noch, ihr seid immer noch zu dritt, nach hinten ist riesig, da ist keiner zu sehen. Riesenlücke. 2K left. 2 noch. Jetzt ist natürlich nochmal spannend, ob jetzt einer von denen gleich nochmal eine Attacke fährt. Also der vorne fährt, der fährt natürlich jetzt schon die ganze Zeit vorne.
Moritz hat jetzt noch eigentlich noch gar keine Führungsarbeit heute gemacht. Die fahren jetzt nicht super schnell, aber so ein bisschen Wind ist schon. Der hinten, würde ich jetzt mal sagen, hat noch so, der sieht aus wie so ein Sprinter eher. Also da ist auf jeden Fall noch Sprintpower. Das ist schon eine Ansage, was die da jetzt gerade fabrizieren. Interessant wird, ob das jetzt gleich noch einer rausgeht oder nicht. Der vorne sieht auch noch sau stark aus, das ist echt krass. Aber jetzt haben sie es natürlich ein bisschen rausgenommen. Jetzt wird es ein bisschen flacher. 1,7 noch. Jetzt wird es gleich nochmal spannend. Was machen die draus? Wer von denen holt sich das Ding? Das Podium ist klar, der Rest ist ganz weit hinten. Der Mann im roten BMC-Fahrrad auf 3. Immer mal wieder die Lücke, ein bisschen so einen Meter. Also man sieht jetzt auch an den Gesichtern, die verausgaben sich jetzt nicht komplett, aber es ist schon nochmal... Ja, oder wird schon der Schuh zugemacht? Also die Schuhe werden gerichtet für Sprintfinale. Jetzt wird nochmal drauf gedrückt. 1,4 noch! Jetzt mal gucken, ob er hinten noch mitgehen kann. Meiner Meinung nach ist jetzt hier richtig Wind von vorne. Mal richtig drauf. Immer noch zu dritt. Jetzt, der guckt sich schon um, der fährt die ganze Zeit von vorne, schüttelt den Kopf. Also das macht der hinten natürlich auch schlau, weil er die ganze Zeit aus dem Wind genommen wird. Moritz macht auch gar nichts auf 2. Kleiner Anstieg jetzt nochmal zum Ziel. Also der vorne hat natürlich jetzt auch die ganze Zeit die Führungsarbeit gemacht. Also wenn mich nicht alles täuscht, müsste das eigentlich einer von 2 oder 3 machen. Also Moritz oder der Mann mit dem bunten Trikot. 600 Meter! We have 3 riders left. You can rewatch the whole race on YouTube later. Jetzt Gas geben. Fahren Sie. Ja, mehr vorne. Jetzt wird nochmal richtig drauf gelatscht. Sprint. Schneller. Boah, stark, Digga. Komm, wir gehen raus. Nein, stark. Komm hier. Komm mit. Komm mit, komm mit. Richtig stark, ey. Richtig stark. Alter, stark, Mann. Stark, ey. Stark, krass. Sauber, Digga. Wie heißt du? Lennart, hey, stark, Mann. Du bist doch die ganze Zeit jetzt vorne gefahren. Ja, ja. Richtig stark, 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 Alter. Ganz stark. Stark, das ist der Typ. Du hast ein krasses neues Talent. Du hättest dir auch mal was machen lassen müssen. Sorry.
du hättest dann noch mehr einfach dich umgucken müssen und sagen, ey, scheiß drauf, fahrt ihr vorne, ihr Wichser. Ja, ist ja egal. Ja, stark, Mann. Aber das war richtig krass. Danke. Moritz Rösch gewinnt das Ding vom Canyon Redpack. Lennart. Props gehen aber an ihn. Lennart Herr. Nummer 1. Woher kommst du? Heidelberg. Also Gewinner der Herzen, Minimum. Auf jeden Fall. Absolut krank. Also danke. Die letzten Kilometer vorgefahren und du bist? Tobi. Wörmüller. Tobi? Wörmüller. Wörmüller. Woher kommst du? München. Aus München. Krank. Also absolut krank. Wirklich irre. Das ist das Podium. Ihr werdet später ausgezeichnet. Danke. Absolut krank. Wir versuchen jetzt nochmal per Insta die Mädels zu bekommen. Das war das Bergzeitfahren von der Red Race Tour de France. Sonst wird das zu lange und die Datenmengen kann Jakob nicht mehr verarbeiten. Aber danke euch fürs geile Rennen und viel Spaß beim Gucken von den anderen Tour de France Videos. Bis dann.